Xanten ist die Römer-, Dom- und Siegfriedstadt und liegt im Nordwesten Nordrhein-Westfalens am unteren Niederrhein. In der Nähe des Stadtkerns befand sich vor 2000 Jahren ein römisches Legionslager. Im Nibelungenlied wird Xanten als Geburtsort des Helden Siegfried erwähnt. Heute ist Xanten ein staatlich anerkannter Erholungsort sowie auch Luftkurort und ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel. Die historische Altstadt hat einiges zu bieten, wie beispielsweise den Dom, das gotische Haus, das Klever Tor, die Kriemhildmühle und weitere historische Gebäude im mittelalterlichen Stadtkern. Von der einstigen Stadtbefestigung existieren ein Mauerturm am Westwall, der Mehrturm, ein Rundturm am Westwall, der Schweineturm und ein Rundturm am Nordwall. Der mächtige gotische Dom St. Viktor ist nahezu überall in Xanten sichtbar. Die katholische Pfarr- und ehemalige Stiftskirche St. Viktor wird wegen ihrer Bedeutung auch als Xantner Dom bezeichnet, obwohl sie nie eine Bischofskirche war. Die imposanten Türme sind 72 und 74 Meter hoch. Der Dom St. Viktor kann besichtigt werden. Führungen sind ebenfalls möglich. Am Markt und in der Stadt gibt es Cafés, Restaurants, Wein- und Biergärten mit gemütlichem Ambiente und frischen Produkten direkt vom Niederrhein. Siegfried ist eine Sagenfigur der Nibelungensage. Siegfried hatte übermenschliche Kräfte und tötete der Sage nach sogar einen Drachen. Die Nibelungensage ist über die Jahrhunderte in zahlreichen voneinander abweichenden Fassungen überliefert worden. Den Nibelungenmythos dokumentiert das Siegfried-Museum. Die Kriemhildmühle ist eine historische Windmühle und die einzige Mühle des Niederrheins, die täglich betrieben wird. Seit 1992 wird wieder Brot gebacken und wird direkt in der Mühle wie auch auf Wochenmärkten verkauft. Die Mühle kann während der Öffnungszeiten besichtigt werden. Der LVR Archäologische Park ist das größte archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Hier wird die römische Geschichte Xantens zum Erlebnis. Von Mai bis September finden im Museum unter anderem die römischen Wochenenden statt. Wurde das Freizeitzentrum Xanten erbaut. Das sogenannte FZX ist ein Naherholungszentrum bestehend aus der Xantener Nordsee und der Xantener Südsee,
verschiedenen Freizeithäfen, einer Wasserskianlage, Strandbad, Bootsverleih, einem Hochseilgarten sowie einer Vielzahl weiterer Aktivitäten. Auf dem Fahrgastschiff Seestern werden verschiedene Rundfahrten angeboten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch zu meiner Motivation ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.